Morgen, liebe Fibers-Fans. Wir haben jetzt unseren letzten Tag vom Trainingslager erreicht. Wir haben samstags in der Früh 6.45 Uhr und werden uns jetzt auf den Weg machen, einmal zum Abschluss rund um den Fackersee zu laufen. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es eine ziemlich anstrengende Woche war. Und obwohl es das letzte Training ist, ist es noch eine ziemlich große mentale Hürde, weil jeder den See auch schon mal gemacht hat und das Ganze einfach ziemlich zart ist in der Früh. Aber ich bin mir sicher, dass wir das gut meistern werden, so wie die ganze Woche, und wir melden uns vielleicht später live von der Strecke. Ich melde mich jetzt live von der Strecke. Wir haben ungefähr die Hälfte vom Zähler hinter uns, also umdrehen ist zwecklos. Das Feld ist schon weit auseinanderzogen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass alle gut ins Ziel kommen, und von dort melden wir uns in Kürze. Also Leute, wir sind jetzt fast fertig mit der Laufrunde. Es ist nicht mehr weit, den Rest schaffen wir auch noch. Wir melden uns hier live vom Zieleinlauf. Was Sie nicht wissen, ist, dass der Regisseur relativ viel Einfluss nehmen kann auf die Wertung, und beim Schnitt kann man da noch einiges machen. Also werden wir dann noch sehen auf Disqualifikationen und wie das Endresultat zum Schluss. Es muss nicht Disqualifikationen sein, aber es wird einfach ein bisschen nach hinten geschoben im Schnitt, und das, damit ist die Sache eigentlich erledigt, und ich glaube, dann habe ich gute Chancen, Erster gewesen zu sein. Vielen Dank. Danke. Die Moderatoren. Mal schauen, ob ich schnell einen Interviewpartner bekomme. David Bransfelder, ja. Was sagen Sie zu dieser Leistung? Ja, es ist unglaublich, dass man so früh so viel laufen kann. Also, das haben wir nicht oft gesehen, nur einmal im Jahr, aber sonst finde ich so. Ist es nicht ein Riesenschritt im Leben, einmal die Seerunde überwunden zu haben? Also, das auf jeden Fall. Das sollte jeder machen, der sich selbst auf die Probe stellen will. Das sollte einmal das schaffen, um den See zum Laufen. Okay, danke fürs Interview. Jetzt muss ich schnell den Edelmüller erwischen. Ich hoffe, er hat Zeit für mich. Herr Edelmüller, haben Sie eine Sekunde Zeit für mich? Ja, aber nicht länger. Was sagen Sie zur Seerunde? Wie war's? Wir haben relativ weit hinten angefangen, aber dann haben wir das Feld klassisch von hinten aufgerollt und dann ziemlich souverän, glaube ich, eigentlich gewonnen. Und das Moderatoren sind wir nicht. Hier kommen die Ersten. Wo ist der Zielsprint? Oder teilen Sie sich den ersten Platz? Oh. Markus Bazuka, den muss ich gleich zum Interview bringen. Was sagen Sie zu diesem historischen Sieg? Lockeres Rennen. Langsam angefangen und dann von hinten das Feld aufgerollt. Super. Danke. Und zufrieden mit Platz 2? Nein, immer in Führung gegen, und auf den letzten Metern hat mich leider mein Freund und Konkurrent Markus Böhl noch überholt, aber mit sowas kann man leben, mit so einem zweiten Platz. Das ist eine gute Leistung. Danke. Was Sie nicht wussten, meine Damen und Herren, Tobi Wagner war schon ein bisschen früher da. Mit Schlapp. Was passiert? Tobi Wagner, unglaublich. Sagen Sie, wie ist das möglich? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach um mein Leben gerannt. Danke an meine Fans für diese Kraft, die ihr mir gegeben habt. Und bis bald beim nächsten Marathon. Unglaubliche Leistung von Bastian Moller. Also, obwohl er ein Torhüter ist, ist er so weit vorne. Gibt's ja gar nicht. Was sagen Sie zu diesem Triumph? Hauptsache vor dem Feld. Da kommt der Nachzüger. Haben Sie kurz Zeit für ein Interview? Ist es nicht peinlich, so weit hinter den Feldspielern zu sein? Nein, das ist eine großartige Leistung von mir. Unglaublich. Ich muss mehr und härter trainieren mit den Jungs, weil mittendrin steht nur dabei. Danke vielmals. Splish, splash, I jumped back in the bath. Well, I was out of know there was a
Es war eine Woche Park am See mit den Fibers und Fibers TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schon am Anfang der Woche haben wir jetzt unseren Neuankömmling in der Mannschaft, der sein erstes Mal auf Trainingslager war. Hallo Tobi. Hallo. Und wie hast du die Woche einen Tag überstanden und erlebt? Also es war sehr schön hier. Wir haben sehr gut gearbeitet und sehr hart. Und ich bin eigentlich nicht froh, dass es jetzt Training ist. Für mich könnte man noch eine Woche dranhängen. Danke Tobi. Das war es jetzt von uns, von unserer Seite, aus dem Bundessportzentrum Park. Eine super Location zum Trainieren und auch zum ein bisschen Spaß haben. Nächste Woche melden wir uns wieder mit einem Best-of aus Park am See mit bis jetzt noch ungezeigten Szenen, die vielleicht den einen oder anderen Lacher verursachen könnten. Und ja, wir verabschieden uns mit unserem Schlachtruf. Schau mal. Peace out. Ciao. Wir sind Fibers!